Nachts im ICE. Zugbeeinflussung. BB gesperrt. Es ist jetzt fast Zeit für die Heimreise. Es wird nur noch das letzte Stück bis Frankfurt Hauptbahnhof, bevor Sie den Zug auf den Nebengleis parken können oder in dem Fall abstellen können. Ja. Das funktioniert alles soweit, ne? Meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Schwänzen World 5. Ja. Diesmal sind wir mit dem ICET unterwegs. Der Baureihe 411. Ja, und auch diesmal in einem Szenario, weil für die S-Bahn gab es wohl keine. Sonst hätten wir das vorher schon gemacht. Deswegen gibt es dann jetzt halt ausnahmsweise ein Szenario auch. Weil ich das gerne wollte. So, AFB ist aktiv. So. Ich hoffe jetzt nur. Oh, nicht ruckeln, nicht ruckeln, nicht ruckeln. Was hat er gerade? So, okay. Zugbeeinflussung. So. Dann können wir jetzt nämlich ein Stückchen weiterfahren. Müssten ja hier in Hanau sein. Ist richtig viel. Ne? Genau, genau. Das war ich halt ein bisschen wegen oben rechts verwirrt. Mit Wachsamkeitstaste, aber ja, ist ja richtig. So. So, ihr könnt wieder zurück. Diesmal, wie gesagt, ich will jetzt noch vom Flixtrain ein Video machen und von der 114. Das werden dann jeweils Szenarien werden, gehe ich mal stark von aus. Einmal, weil es mich halt selbst interessiert, dass ich die Szenarien mal ausprobieren möchte. Und die sind bis zu einer halben Stunde okay. Also können wir die ruhig... Ich gehe mal davon aus, die können wir machen. Mal eins vom Flixtrain, eins vom eins von der 114. Dürfte okay sein. Zugbeeinflussung. Mich gerade einmal ein bisschen vertippt bei der Taste. Haben wir nochmal eben mit Wachsam bestätigt. Und was ich auch gesehen habe, die Aufnahmen funktionieren ja wirklich einwandfrei. Also ich gehe mal davon aus, es war wirklich bei Train Symbol 4 lag es an dem Sichtfeld, an dem Mods, die alle installiert waren, dass er das nicht so richtig mochte. Machen wir vielleicht so, könnten wir ja nochmal machen. Und so. So, dann können wir wenigstens mal ein bisschen so, können wir jetzt gleich auch noch mal also aber nur 146 146 ist aber jetzt auch nicht so schön irgendwie hier. Vor allem die ist ja weder aufgebügelt noch hat die hinten Licht an. Das wäre natürlich auch nochmal schön so, ne? Dann habe ich das Logo auf der... Na, lassen wir so. Sonst habe ich das Logo wieder auf der rechten Seite von dem Thumbnail und das will ich auch mal ein bisschen wechseln. Also wir können ja mal schön bei 100. Auch nochmal
so größere Geschwindigkeiten fahren habe ich auch noch vor. Ich hoffe, das funktioniert dann auch alles. Vielleicht auch auf München, Augsburg. Ich hoffe es einfach. So mit dem XLT, ich weiß gar nicht. Also bei uns fährt meines Wissens nach keiner in der Umgebung. Deshalb würde ich gerne wissen, auf welchen Strecken so ein XLT eigentlich eingesetzt ist. Bei uns, meine ich, fährt keiner in der Umgebung hier. Das ist alles XE1, XE3, 4, der 2er auch noch zum Teil. Aber ist ein schöner, schöner Zug. Ist, meine ich, auch von 98. Also noch vor 2000. Ich meine 98, da wurde vorgestellt. Und ja, hier halt die 7-teilige Variante. Ich habe schon gesehen. Achso, oh Gott. Ey, das da oben ist ein Flugzeug. Ich habe gerade gedacht, ich habe hier aktuell so kleine Krabbelfiecher auf einmal im Zimmer. Und ich dachte, jetzt ist auf meinem Bildschirm. Wollte ich jetzt gerade mit dem Finger schon wegmachen. So, haben wir hier eine 114? Nein, nicht. Aber die sind alle abgebügelt. Warum sind die alle abgebügelt? Wollen die nicht, oder... Ich habe jetzt auch schon gesehen, es gibt schon einen Mod für die 5-teilige Variante, die ja hier auch, so wie ich gehört habe, verkehren soll. Soll aber auch, meine ich, innen drin oder... Doch, ich glaube, innen drin soll da anders aussehen als die 7-teilige Variante. Weil von außen kann man es wohl nicht erkennen, außer an der Nummer. Aber gut, da wisst ihr ein bisschen mehr. Ich bin auf jeden Fall wieder froh, Train Sim World Videos wieder machen zu können, weil es sich jetzt auch immer wieder lohnt. Vorher war es ja auch eher so eine Sache mit dem, lohnt sich das nicht. Gut, wir hatten Sommer, da war sowieso, dass ich entweder nur auf bestimmten Strecken aufnehmen konnte, bevor der PC abgeraucht ist, oder Lichtverhältnisse, dass er nur im Regen und so... Weil die Sonne das wohl schon... Es war nicht schön. Hier gibt es leider nichts Neues mehr an Wagenmaterial. Das ist auch ein bisschen schade. Sehe ich ja da vorne. Oder der geht aber... Der geht schon ganz schön weg. Mit der Geschwindigkeit runter. Offenbach Main Ost. Jetzt habe ich nicht drauf gehört, war hier Ende. Fing das hier an? Ich bin hier in Frankfurt sowieso. Aber in Hessen ist sowieso vorbei bei mir. Also Städtenamen, ja, wo die sind, keine Ahnung. Also nicht über das jetzt hier. So. 30 um in 4 Minuten sollen wir da, oder 3,5 Minuten sollen wir da sein.
Neigetechnik ist halt richtig schön, ne? Ich finde den ICET ist, der ist ein schönes Fahrzeug. Ich würde mir jetzt mal auch einen Diesel-ICE wünschen. Und die Geräusche vor allem, ey. Mit den Eulen, das ist jetzt doch schon ein bisschen gruselig. Okay, guck mal, wir können eigentlich... Wir können eigentlich schon runter. Das hier ist jetzt schon... Ist das jetzt schon der Anfang von Frankfurt, so die... Wolkenkratzer, die Metropole und sowas hier. Ja, okay, doch, doch. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. So, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es denn echt jetzt auch so ist, aber der hat jetzt sehr, 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 sehr schnell gebremst. Auch mit der AFB jetzt. Also, wenn er in echt genauso ist, dann ist das schon mal ein schönes Fahrzeug. Hier ist jetzt halt ein bisschen, weil es bergauf geht. So, 2,3 Kilometer sind es noch. Ja, das dürfte alles funktionieren hier. So, ich sehe schon 145 auch, die man fahren darf, kann. Fände ich jetzt ein bisschen gefährlich. Und hier haben wir Frankfurt am Main Süd. Na, wie viel hat der jetzt? 1 Frankfurt sein, habe ich jetzt auch ein bisschen verpennt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, dass man wirklich pünktlich da ist. Aber gut. So. Und hier habe ich ja... Ich meine, das ist hier der Bereich, habe ich ja auch gehört, wenn du Richtung Frankfurt Hauptbahnhof fährst, ist hier gefühlt immer rot. Also du kriegst keine grüne Phase hier, keine grüne Welle oder so. So, 30. Einflüsse.
schieße ich hier rein. Wenn du hier mit Tasten drücken hast, das will der nicht so, ne? So, 114 mal, ne? Elektron. Und Frankfurt. So, knappe 2 Minuten zu spät. 3 Minuten sind es ja. Das ist okay. Ist eh, wenn es der letzte Zug ist. Ja, gut, Anschlusszüge wäre jetzt knapp geworden, aber ist mir doch egal. Zumindest hierfür. Ups, kam ich ans Mikrofon. War jetzt auch keine Absicht. Ja, 1 Minute zeigt er an. So großzügig noch. So, der will ungefähr, dass wir hier zum Stehen kommen. Aus. Neigetechnik. Ob alles in Ordnung ist, sollen wir jetzt auch noch durch den ganzen Führerstand latschen. Durch den ganzen Zug latschen. Geht das eigentlich? Oh ja. Es funktioniert tatsächlich noch. Störung. Ups. Neigetechnik. Dann gehen wir mal durch den Zug. Wenn es unbedingt möchte. So, wir rennen ja ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob andere das auch hatten. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gehen Sie durch den Zug. Ja, Klasse 1. Ist auch komisch irgendwie so mit der ersten Klasse. Sportbistro. Na, nicht ruckeln. Nee, nicht festigen. So. Familienbereich. Oh, cool. Würde ich als Privater auch gerne nutzen. Gehen Sie durch den Zug. Hier sitzen ja noch alle. Satano. Gehen Sie durch den Zug. Ist ja. Wecken Sie den schlafenden Fahrgast auf. Ich bezweifle, dass der schläft. Der ist wohl... Entschuldigen Sie vielmals, ich bin eingeschlafen. Sind wir in Frankfurt? Ja, wir sind gerade angekommen. Soweit, dass Sie den Zug verlassen können. Und jetzt raus. Dankeschön. Hoffentlich keine weiteren Personennicker hier machen. Oh ja, ey. Ey, das ist auch im Bus wirklich so, ne? Wenn wir, ich meine, das ist ja eh Anweisung, an der Endhaltestelle nochmal nachzuschauen, ob jemand
sich verirrt hat im Bus, ob er halt, wie gesagt, eingeschlafen ist, ob du vielleicht sogar noch Fundsachen findest, ne, weil es gab auch schon öfter mal dann die Situation, dass die auf einmal wieder kamen, ey, ich habe eben da Kopfhörer oder so vergessen. Ne, aber du hast es sehr oft, dass du welche noch im Bus dann hast, gerade wenn du am Betriebshof bist. So. Störung. So. Zugbeeinflussung. Na, wir machen ohne Licht. So, ich würde jetzt auch fortfahren gemäß Signalbilder, genau. Ohne AFB fahren und ohne PZB. Weil es ja praktisch jetzt nur zum Rangieren ist. Was kriege ich keine? Oh, er kann es. Aber dann möchte er nicht fahren, ne? Okay, also Bugklappe auf und dann losfahren mag er nicht. Vor allem AFB, wieso haben wir eigentlich eine AFB jetzt? AFB. Achso, weil... AFB. Weil er jetzt... Okay. Nee, hab auch verstanden, weil da halt die Kupplung draußen ist. Die 2 km/h zum Ankuppeln, ne? Ist ja okay. Wir haben jetzt Vorfahren gemäß Signalbilder. Wir können jetzt so Licht anmachen, wir können es aber auch auslassen. Ich würde es jetzt auslassen. Zu. Und dann ab in die Abstellung. Mit einem kleinen Federchen bei der 114 gerade. Ich glaube, da kam gerade so ein bisschen Orientrot raus, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Sound so ist auch ganz nett. Spätestens hier sollte ich bremsen wegen der Weiche. So. Gute Arbeit heute. Danke für Ihre Hilfe. Ja, und dann verabschiede ich mich auch schon mal von diesem Video. Sag einfach mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, allseits gute Fahrt und ciao.